Hallo, meine Seele versklavenden Bürgerbrater und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde und gemütlichen Runde Graveyard Keeper. Ja, holla die Waldfee, war da letztes Mal eine Menge passiert. Das war ja wow. Also zum einen haben wir es jetzt geschafft. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, unsere Seelen einzusetzen, dass die für uns hier arbeiten. Nur im Hinblick darauf, dass wir hier raufgehen. Wir brauchen so einen Seelenempfänger. Gucken, dass wir die Seelen drin haben. Und dann können wir sagen, hier... ach ja, genau, das macht er jetzt schon. Das sehe ich auch noch an. Also, oh, ist das genial. Ist das genial. Ich kann auch in der Leichenhalle gehen. Kann sagen, mach mal das oder mach mir mal das. Ey, ja, 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 ja. Also haben wir jetzt sozusagen die Möglichkeit, aus weiter Entfernung uns damit zu beschäftigen, ja? Okay, 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 okay. Aber, wisst ihr, was immer noch fehlt, meine Freunde? Uns fehlt immer noch der Sirup für den Zombiesaft. Boah, Entschuldigung, ich hab gerade gegessen. Wir haben heute, boah, lecker, heute haben wir Gulasch gemacht, also selbstgemachten Gulasch. Wir essen nicht oft Fleisch, aber wenn, dann kaufen wir wirklich adäquat sehr gutes Fleisch. Dadurch essen wir auch wenig Fleisch. Und dann haben wir jetzt schön Gulasch heute gemacht, richtig schön weißes Fleisch genommen dafür. Dazu aber meist haben wir da Zucchini, Brokkoli haben wir reingemacht, Paprika, Zwiebeln haben wir reingemacht, Mais haben wir leider vergessen, wieder mal, das ist noch diese Süße, aber dadurch haben wir eine extreme Schärfe, ein bisschen, das Ganze haben wir dann abgekocht mit Gemüsesud sozusagen, da der schon vorher mit Chili gekocht und holla die Waldfee, war das scharf und nicht schlecht, nicht schlecht. Ach, Bier brauchen wir, nicht Wein. Für das Buffet. Jetzt, ich muss nochmal. Nee, ne? Also ist jetzt ja erledigt, ne? Okay, jetzt haben wir hier Buffet. Und 10 Bier platzieren. Bier will er haben. Mein gutes Bier, was ich selbst gebraut habe. Wein jetzt da haben können. Aber noch nicht mal ein Bier. Okay. Das heißt, dass wir den vielleicht heute erledigen können. Das wäre natürlich nice, wenn wir das heute hinkriegen, dass wir, ach, guck mal, da habe ich ja gleich schon 10er Goldbier mitgebracht. Wir brauchen wieder Wasser, meine Freunde. Wir brauchen Wasser. Das macht gerade richtig tierisch Laune alles. Also, weil wir auch so weit sind, weil wir so viel schon erledigt haben. Guck mal, da haben wir auch wieder Weizen. So viel wieder drin ist. Holla, die Welt, wie viel ist denn da drin? Okay, 428. Das finde ich schon eine ganz nice Kiste. So, wir machen jetzt erstmal hier noch. Ernten. Was wir sehen. Ist gerade doof. Ganz doof. Nee, die esse ich bestimmt nicht. Kann ich irgendwo was weglegen? Ah, die müsste eigentlich ja noch weiterhin. Ja, dann machst du halt das und dann zerstöre ich halt das. Ist mir doch egal. Davon aber so viel. Gib mir mal das hier. Genau. Wir wollen jetzt nämlich hier mal ganz fix, fix und foxy hier mal erstmal ein bisschen reinpacken. So. Und jetzt machen wir gleich mal wieder Weizen. Jetzt gibt es nur noch 4 Felder Weizen. Da siehst du, da verschwindet so nachgehend immer mehr unsere Sachen. Das ist einfach jetzt Fakt. Da verlieren wir jetzt alles so langsam, weil es nicht nachkommt. Ich glaube, wenn du den auf Gold machst, so wie den hier, ich glaube, dann kriegen wir das wieder genügend heraus. Aber nur, glaube, wenn du das auf Goldstufe setzt. Nur dann. So, meine Freunde, dann gibt es jetzt mal wieder ein köstliches Goldbier. Goldbrew. So, die muss ich drin warten. Die packe ich dir rein. Die packe ich dir rein. Ja, ne, also ich warte jetzt mal, bis da das andere Zeug noch weiter durchgelaufen ist, bevor ich dann weitergehe. So, ich werde jetzt mal die 10 Bier da oben noch hinpflanzen. Oh. Oh. Ich habe noch Wasser in der Hose. Das könnte man jetzt arg falsch verstehen. Egal. Also. Bürger lasse ich hier drin. Ja, ja. Bist du auch ein Bürger? Der Hamburger. War ich letztens gewesen auf einer Schulung. Hamburg. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist nicht meins. Ich bin allgemein nicht ein Fan von großen Städten. Also ich mag eher das Dörfliche. Ich finde es cooler, wenn es ein bisschen Länderlandschaft ist.
Gebäude und Städte und Keks kann ich überhaupt nicht sehen. Das ist nicht meins. So, anscheinend ist alles bereit. Ich sollte dem Inquisitor Bescheid geben. Sehr schön. Boah, toll. Also in 2 Tagen machen wir hier das Fest mit dem. Das könnten wir hoffentlich auch noch in die Folge reinkriegen. Wäre natürlich nice. So. Ja, jetzt habe ich so viel Wein, ne? Also ich könnte das Wein jetzt reinlagern drüben in unserer Taverne. Ja, ich lagere Wein rein, ne? Bier kann ich jetzt da reinlagern und dann haben wir das erstmal. Bin ich der Meinung, also es wäre am sinnvollsten. Ach ja, jetzt hätte ich mal hier erstmal gucken können. Ist schon wieder fertig. Ach du Heilige. Ach du Heilige. So, aber wir machen hier erstmal nur die Torfvariante. Ich werde da noch nicht dieses andere Ding machen. Das machen wir später mal. Das hier, das werde ich erstmal für das andere nutzen. Dass ich die Zwiebeln halt hochpushe. Und dann gehen wir weiter. Wenn ich genügend Felder mit Zwiebeln Gold habe, dann können wir weitergehen. So, habe ich hier noch was drin? 3 Gold-Hopfensalbe, 1 Gold-Traubensaat. Eigentlich könnte ich auch mal das andere Zeug wegbringen. Mein Billig-Rotwein ist fertig. Ach, verdammt. Ihr Zeug hier drin und ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich brauche schon wieder mehr Kisten. Oder ich bräuchte eine Idee, womit ich das verarbeiten kann. Das wäre das Nächste, dass ich eine Idee hätte, wie ich das Zeug verarbeiten kann. Ja, apropos das Nächste. Wir haben uns ja da gar nicht drauf geeinigt. Also, wir sind ja hier fertig, ne? Genau, wir sind hier fertig. Wir haben jetzt, genau, das wollten wir als Nächstes, ne? Wir brauchen jetzt 55 Punkte habe ich. 65, 115. 115 müssten es sein, genau. Wir brauchen 115, damit wir den Baum freischalten. Erstmal können wir die Zombie-Brauerei freischalten. So, hier brauche ich jetzt noch die roten Punkte. Also ich brauche auf jeden Fall einmal dann den Tag, wo wir dann alles kriegen und dann können wir das nächste freischalten. Ich würde einfach wirklich gehen, dass wir jetzt die Landwirtschaft dann fertig machen. So, die Bücher schreiben wir dann auch fertig. Dann haben wir von hier nach dort nämlich die Sachen fertig und dann könnten wir danach sagen, okay, dann machen wir noch die Theologie hier. Da bleiben ja noch ein paar Punkte offen, ne? Wo wir wahrscheinlich dann noch erst reinkommen, wenn wir hier weiter sind. Aber dann haben wir die Hauptpunkte alle soweit fertig. Warum wollte ich eigentlich jetzt nochmal hierher? Ach, genau. Naja, das Alter und so, meine Freunde. Irgendwann erwartet euch das auch. Das garantiere ich euch. Ist eigentlich schon ein neuer Tag? Kann ich mit dem Typen schon wieder reden? Brief. Ich glaube, das ist eine Nachricht von Eurek. Hallo Gerta, ich fühle mich heute schon viel besser. Wenn du mich suchst, dann findest du mich am interessantesten Ort im Dorf. Bis später, Eurek. Da ist wohl jemand in die Taverne gegangen. Ist es nicht ein bisschen zu früh, ihn für ihn rauszugehen? Das ist bestimmt noch gefährlich. Sehr interessant, Eurek. Du machst eine Menge Freunde in dieser Stadt, oder? Oder nicht? Ich hab's vielleicht schlecht übersetzt. Ja, er ist ein dufter Typ. Er hat mir ein nettes Plätzchen direkt unter der Leichnale gefunden. Dank ihm wohne ich dort unten. Das freut mich sehr für dich, Eurek. Es freut mich auch zu hören, dass der Wärter sich nicht nur um sich selbst kümmert, sondern auch um andere Menschen. Oh, falls du noch einmal das Dorf besuchst, komm gerne bei uns vorbei. Heutzutage hat man nicht oft so kultivierte Gäste. Ich war gerade noch zu Hause, weißt du, und jetzt bin ich auf einmal hier. Aber weißt du was? In der Zeit könntest du mal die Bestattungsurkunden entgegennehmen. Alle 3 bitte. Hallo. So, ja. Am Tagst. Ja, wir müssen jetzt nach Hause. Weißt du was? Jetzt gehe ich erstmal in die Hand. Das kann aber nicht wahr sein. Jetzt hat er mich da. Ich wollte einfach mit ihm reden, aber in dem Moment. Also, nee. Wir gehen. Und jetzt Trauben und Wein. Ach, Trauben und Wein. Wir holen jetzt Trauben und Hopfen. Ja, bei mir ist auch Hopfen und Malz verloren. Okay. Wir machen jetzt mal die Trauben fertig, bevor wir dann die, die Hopfensaat machen. Boah, da gibt es jetzt aber eine ganze Menge guten Wein. Ich will auf jeden Fall massig jetzt dann in die Taverne pumpen, damit wir da dann die Möglichkeit endlich haben, richtig Geld zu machen.
Damit wir dann, wohlgemerkt, wir machen das Ganze ja nur, damit wir endlich auf den Nenner kommen, dass wir, wie heißt das? Hallo? Diesen Aristokratentitel bekommen. Wir brauchen den Aristokratentitel, damit wir die Kirche da zu Ende fertig machen, also die Kathedrale wohlgemerkt, meine Freunde, fertig machen können. Damit wir danach im Anschluss auch noch der netten Dame helfen können. Fräulein Anmut. Und wie kriege ich eigentlich noch das, dieses Omnicron-Ding da, Bums da? Also dieses, ach, nicht Omnicron, wie heißt denn das Ding? Oh, guck mal, siehst du, wir haben jetzt schon ein Gold zu wenig. Baumkern, Silber. Ich sag schnell, wie heißt denn das, Das ist das Alter, meine Freunde, vertraut mir, das ist das Alter. Mann, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein von dem Buch. Necronomicon, so rum, Omnicron. Shit. Wenn es im Kopf nicht mehr ganz funktioniert. Shit. So, Inventar. Also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauche ich die Hopfensaat. Wenn wir weiter ein goldenes Bier machen. Wir brauchen, ah ja, die grünen Punkte brauchen wir ja auch noch. Wum, 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 wum. Ernten, wir ernten, wir ernten, was wir sehen. Schittikowski. Warte mal. Das klappt noch nicht ganz so, wie ich es möchte. Noch nicht ganz, wie ich es möchte. Oh, hier kann ich nämlich schon Gold machen. Hopfensaat, Gold. Ist ja ziemlich goldig. So, nee, da geht's jetzt gerade nicht weiter. Ach je, Mann, was ist denn das jetzt? Irgendwie reicht's gerade alles, nicht wahr? Kein Platz gerade. Mist. Irgendwo habe ich zu viel mitgenommen. Okay, warte mal. Jetzt verliere ich eins schon mal. Sehr gut. Jetzt habe ich zumindest schon mal, dass ich die Saat aufsammeln kann. Und jetzt muss ich gucken, dass ich gleich noch... Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, dass ich noch ein Silbersaat habe. Noch Hopfen Silber? Nee, habe ich nicht mehr. Okay. Die könnten wir doch auch hochzüchten, ne? Hui! Hat genau gepasst. Voll ausgerechnet habe ich das. Eigentlich nicht. Eigentlich eine totale Glückssache, dass ich jetzt gerade alles richtig hingelegt habe. Wir packen jetzt erstmal unser ganzes Kladderadatsch-Zeug da rein. Die Zwiebeln sind fertig. Bin ja mal gespannt, ob das jetzt was bringt. So, pass mal auf. Der hier ist alles deins. Der hier ist jetzt deins. Die Saat, die bringen wir in unseren Oberraum rein. Die packen wir oben rein. Obwohl, wir müssen eigentlich da hinten auch nochmal was machen. Wir müssen hinten, ich zeige immer, das Geniale ist, ich zeige immer, weil ich selber da vor dem Bildschirm sitze, aber ihr seht mich ja nun mal nicht. Und ich zeige dann Richtung den Gärten. Da müssen wir auch noch was machen. Und dann, ja, lassen wir mal da stehen. Lass uns mal stehen, so wie es ist. So, mein Freund, nochmal einen schönen Humpen Bier. Und jetzt kannst du gleich nochmal ein Goldbier einstellen. Wir wollen Goldbiere haben. Goldbiere, so. Und hier, oh ja, dreimal Gold. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und nochmal. Und nochmal. Ach, meine Güte, das ist gut. So, zweimal Silber. Ich glaube, bei zweimal Bronze kriegst du Silber raus. Und wenn aber... so, hier habe ich jetzt nichts weiter. Genau, jetzt kann ich hier nochmal machen. Bringst du noch was? Nee, lass es. So, warte mal. Was können wir denn jetzt hier? Nein, 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 pass mal auf. Silber habe ich zwei, davon habe ich... So. Dann machen wir das mal auf einfach so auf der Art. Zack, zack, Mist. Es passt nicht mehr alles rein. Weißt du was, du kannst eigentlich schon das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Nimm das schon mal raus, das brauchen wir jetzt hier drin nicht mehr. Das nehmen wir dann noch alles auf und bringen das, bis auf das den Silberwein, bringen wir heute alles schon rüber, würde ich sagen. Dann können wir nämlich... unsere Taverne jetzt dann aufmotzen
dann mal richtig Asche rausholen. Weißt du was, wir könnten eigentlich mal gucken, was so ein Dorffest bringt, oder? Wollen wir mal gucken, was so ein Dorffest bringt? Doch, ich bin dafür. Doch, doch. Genau. Wir gucken heute, was bringt uns ein Dorffest? Wie sieht's da aus? Klappt das so, wie wir das möchten? Okay, der Wein braucht ein bisschen länger. Doch, ich bin... Doch, eigentlich schon. Ist eine gute Idee, wenn wir jetzt das Dorffest mal angehen. Das hat schon was. So, guck mal, der mit dem bringt mir nicht. Das mache ich nicht. Nee. Das Goldding heben wir uns auf. So, warte mal. Wir brauchen aber, ich glaube, 10. Doch, ich glaube, 10 brauchen wir, ne? Wir brauchen 10 Papierdinger da. Ich weiß, wir brauchen einen Rufstern. Wir brauchen einen Rufstern. Und wir brauchen 10 von diesen Teilen. Ach ja, und morgen nicht vergessen. Morgen quatschen wir mit dem Inki. Ich brauche mal ganz dringend. Ich habe ja jetzt da hinten meine schöne Druckerpresse. Ich brauche mal 10. Super, danke dir. Lalalalala. Sehr schön. Und blaue Punkte. Und jetzt gehen wir mal redende Schädel. Ach so. Ich lagere mal noch jetzt nichts weiter ein, weil ich nicht weiß, ob. Okay, also das hier hat mir gar nichts gebracht, wa? Das hier hat mir gar nichts gebracht. Kistenregal. Muss ich das hier vielleicht reinschmeißen? Nee, hä? Ja, machen wir mal hin hier. Ab nach Hause. Und dann nochmal rüber. Dann holen wir nochmal 5 Glauben. Ich lasse mir kurz Zeit, damit der Stein der Blinkzeit verliert. Dadurch können wir ja kurz mal ganz gechillt rüberlaufen. Danach porten wir uns zurück und dann passt das eigentlich. Dann können wir mal gucken, was diese Dorfparty da uns bringt. Das ist auch mal was Cooles. Also Dorfpartys sind ja immer... Da brauchst du nur genügend Bier, damit die Leute auf jeden Fall freundlich dabei sind. Oh, guck mal, wir haben schon 195, dann brauchen wir nur 5. Und... Okay. Okay, dann machen wir hin jetzt. Ja, ich kann jetzt bessere Moves, ja? Nee, kann ich gar nicht. Hast du mir gesagt, ich kann bessere Moves? Okay, redender Schädel. Was bringt mir... Also ich habe jetzt das. Was bringt mir denn jetzt ein Friedhofsfest? Ach ja, okay. Jo, Party! Lasst euch gut gehen! Ich stehe da außen nur rum, oder was? Oh! Ich brauche nochmal 5 und nochmal 10. Weißt du was? Unsere Taverne braucht unbedingt eine Empfangsperson. Stell einfach eine vor dein Gebäude und schau zu, wie Horadre grün wird vor Neid. Stell eine Zombie-Empfangsperson vor die Taverne. Was? Was? Hä? Ich soll hier einen Zombie reinstehen? Geile Sache. Aber wen kann ich denn davon abspenstig machen? Ich brauche 10 Glaube und 5 Flugblätter, ne? Ich habe schon eine Idee, wen ich da reinsetze. 10 Glaube und 5 Flugblätter. So, das war das Falsche. Da wollte ich. Ich habe kein Weizen mehr! Ich muss Weizen anbauen. Ganz viel Weizen. Also 10 Glaube und 5 Flugblätter brauche ich nochmal. So, gib mir mal davon nochmal 10. Wobei, weißt du, ganz ehrlich, die Tavernenfester, die bringen eigentlich eine ganze Menge. Das sind 10, das sind 30 Silber, die ich bekomme für... Für nichts eigentlich, ne? Für nichts. So. Also holen wir uns jetzt den Zombie, der eigentlich sonst nochmal so Materialien da wegträgt. Das können wir zur Not auch selber machen. Das ist ganz ehrlich. Beziehungsweise, ich muss immer noch wissen, wie kann ich diesen verdammten blöden Zombie sagen? Also zur Not muss ich das googeln.
ich krieg das nicht raus. Also wenn ich da alles jetzt dann attesten muss und sowas, das bringt mir auch nichts. Komm mal mit, mein Freund. Wir sind herzlich eingeladen. Nee, da geht's in die Taverne raus, ne? Ach genau, wir können ja da hinten rein. Lololololololo, mein Zombie, Kleiner. Was, Spatze? Du komm mal mit, du kleiner Racker. Du wirst jetzt mein kleiner Türsteher. Und wer dir nicht passt, den beißt, dann habe ich noch einen Zombie mehr. Ja? Was hältst du davon? Hi, meine Freunde, da bin ich. Klack, 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 klack. Du bist aber auch ein schnell hüpfender Schädel. Warst du nicht gerade noch? Egal. Nee, warte mal. Durch die Taverne mit dem Zombie wäre jetzt ein bisschen... Alles frei. Steht keiner da. So. Ach, herrlich. Hey, mein Freund. Wegen der Empfangsperson. Unsere Taverne hat die beste Empfangsperson der Welt. Und er ist untot, genau wie du. Exzellente Wahl. Die Untoten sind wirklich die zuverlässigsten Helfer. Sehr geil, ne? So, pass mal auf. Jetzt machen wir nochmal zwei Partys. Einmal Party. Am besten, wenn es jetzt mehr bringt. Vielleicht 2 oder 20, 30 sogar. Ja, meine Kids toben gerade hinter mir. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt dann doch ein bisschen was hört. Oh, Eventeinkommen und Gesamtertrag 15. Ach so, das ist... warte mal. Wir haben jetzt 12,29, ja? 12,29. Okay. Oh, nochmal Party. Ey, Mensch, heute ist eine Partyfolge, ey. Was geil, jetzt ist irgendwie der Zombie-Zuweiser. Geh trinken oder ich friss dich. Ja. Ja, doch, musst du hinkommen, ne? Doch, doch. So, wir haben die Sterne wieder verbraucht, mein Freund. Ich lagere dir jetzt mal ein bisschen Alkohol wieder nach. Wir haben jetzt den guten Stoff dabei, mein Freund. Guck mal, da. Und hier auch nochmal. Da. Fertig. Lasst euch gut gehen. Sauft nicht zu viel, meine Freunde. Morgen holt ihr die Geld ab. Reven wollten wir jetzt mal gucken. Ich laufe jetzt ganz gemächlich zurück. Ich muss die Zeit ein bisschen kurz mal rumkriegen, dass wir dann noch mit dem Inqui dann quatschen können. Also ich würde gerne, dass wir mit dem Inqui auch noch in die Folge mit reinkriegen. Dann haben wir mal ein bisschen was auch geschafft. Sonst, ich glaube, in den letzten Folgen sind wir recht viel hin und her gelaufen und haben so und so ein bisschen was gemacht und sind perkmäßig vorangekommen, also in den Skillbereichen und so. Aber haben im Endeffekt noch nicht... guck mal, nochmal so ein schöner Goldie. So, da kannst du dann nochmal den nehmen. Nur ein bisschen Goldwein, wa? Eigentlich müsste ich jetzt nochmal zurück, ne? Eigentlich müsste ich nochmal zurück. Ja, ich weiß, der war teuer, bla bla bla, aber ich weiß jetzt nicht mehr hin damit soll. Habe ich hier noch Platz für einen Goldwein? Ja, pack da rein, den können wir später danach liegen. Genau. Zwiebeln. Mal gucken, ob das mit den Zwiebeln was gemacht hat. Und die kann ich leider noch nicht abernten, da muss ich aber auch mal bald was machen. So, wie sieht's denn hier aus? 2. Guck mal, aber es gibt dann auch schon teilweise mehrere Goldfrüchte. Also 6, 5. Also es geht schon, ne? Zuerst machst du eine Torf. Nein! Genau das, was du nämlich erstmal nicht machen solltest. Du solltest erst den Golddinger reinpacken. So, jetzt kannst du die Goldpflanze. Jetzt kannst du hier die Goldpflanze. Jetzt kannst du hier auch nochmal Goldtorf reinknallen. Also hier Spitzendünger. Und dann knallst du mir auch nochmal Gold rein. Zack. Machen wir jetzt erstmal nur so. Ich hätte noch ein bisschen mehr nachfüllen können und alles Kukage, aber es bringt gerade alles nichts. Ich lasse das mal so. Ich packe den mal dahin. So. Jetzt gehen wir pennen und dann machen wir das mit dem Inquisitor. Ob ich die Stimme noch drauf habe, ist aber die Frage. Nach so langer Zeit immer dann die Stimme drauf zu haben, da bin ich, also viele können das immer hintereinander wegproduzieren. Das ist mir halt nicht so gegönnt, so die Zeit einfach. Und deswegen habe ich immer so Schwierigkeiten, dann auch solche Sachen in dem Kopf zu behalten. Weißt du, was ich machen möchte, was ich tun möchte, kenne ungefähr ein paar Parameter bei den Stimmen. Aber wenn du eine Weile nicht mehr gemacht hast, ne, kennst du ja selber. Wie kann ich denn eigentlich jetzt diese anderen Dinger da herstellen? Stell mal. Kann ich hier irgendwas machen? Guck mal, hier brauche ich einen Goldbarren, ne? Dann kann ich daraus Schmuck herstellen. Und
Wie mache ich denn jetzt? Genau. Das ist geschnittene Holzding. Okay, wenn ich da das reinpacke und dann kann ich den. Ach so. 80% gerade mal auf Gold. Ach du Heilige. Wozu brauche ich die? Jetzt mal ehrlich, wozu brauche ich die? Muss ich da irgendwas noch reinpacken? Ist da noch eine Technologie, die ich noch nicht entdeckt habe? Das ist halt jetzt nur das Ding, was ich nicht weiß. Boah, 50 Grün noch. Komplexe Dünger. Ach so, guck mal, ich muss jetzt mal einfache Dünger. Ich bin auch geil, aber ich habe nicht mal einfache Dünger freigeschaltet. Jetzt kann ich gerade mal das. Okay, ich brauche nochmal 85. Also ich kann einen von beiden noch freischalten, aber ich brauche eh das goldene Buch morgen wieder. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas herstelle jetzt mal. Ach, guck mal hier, ich weiß, was ich herstelle. Meine Güte. Du kannst dir ein bisschen die Zeit vertrödeln, indem du einfach sagst. Oh ja, jetzt gerade meine Frames runtergedroppt in dem Spiel. Ich muss echt mich mal hinsetzen und mal wieder ein bisschen was am Laptop nachschauen, was der Name. Aber das ist halt, ja, ich produziere ein, zwei Mal die Woche was, so Videos. Und dann meistens halt sitze ich da nicht dran. Ich mache dann Vorbereitungen, oder beziehungsweise doch, ich sitze da nur dran, weil ich dann die Videos renne und schneide. Da gucke ich die nochmal durch, mache dann das Video fertig. Aber das war's dann auch. Ich mache das wirklich nur dann, in dem Moment, dass ich das eine mache, um dann fertig zu sein. So, warte mal, du kannst 1, 2, 3, 4, 5 hier rein. Und du machst 1, 2, 3, 4, 5 hier rein. Zack, fertig. Ich habe jetzt nur die Dreier gemacht, wa? Ich hätte auch gleich die Sechser machen können. Jawohl. Du, meine Freunde, dann machen wir heute nochmal eine kleine Party hier drin. Und zwar mit dem Inquisitor, auch wenn es dann jetzt die Herbstparty ist. Na, die Herpesparty. Oh. Also die Zeremonie in meiner Kathedrale. Kann ich um einen Gefallen bitten? Kannst du einer großen Zeremonie an meiner neuen Kathedrale beiwohnen? Zusammen mit dem Bischof beten wir dafür, dass das Wasser in die Stadt zurückkehrt. Kein solchen Unsinn, habe ich keine Zeit. Aber wir brauchen wichtige Leute, die dabei sind. Such dir doch mal vom Königshof. Ach du Heilige. Alles ist für die Verbrennung bereit? Boah, es ist makaber. Hey Leute, Bier, Burger. Bier, frisches Bier. Das Bier, welch die Sünden rein. Ich fühle mich überhaupt nicht unwohl hier. Saftige Burger, süß, saftig wie heilige Ekstase und nicht von irgendwelchen Toten geklaut. Kommt vorbei, esst was, schnabuliert. Drei Stück bitte. Das ist die beste Verbrennung, die ich je gesehen habe. Lecker. Räucherfleisch. Wenn ihr wüsstet, esst euch satt. Ach du Heilige. Ui. In der Stadt wird man noch monatelang von dieser Meinung reden. Das wiederholen, wann immer du bereit. Mach den Zettel noch fertig und los. Du hast mit dem Verkauf von Bier und Burgern 33 Silber verdient. Ey, glaub mir meinen Glauben nicht. Ihr Vollgläubigen. Tut mir so leid, der brennt ja immer noch. Ihr seid schlimm. Was kann ich jetzt noch mit dir machen? Bin ich jetzt... Das ist total. Ey, das war ja wirklich. Oh, kommt vorbei, ich hab Bier mit saftigen Fleischburger dazu. Kommt vorbei, aber macht richtig Spaß hier zu sein. Richtig Party, während da einer schreit und ich brenne und. Oh. Naja, aber so können sich viele Leute wahrscheinlich im Kolosseum auch gefällt. Das ist typisch so ein Menschending. Manche lieben es einfach. In solchen Feierlichkeiten teilzunehmen ist. Ich wette mit euch, bin ich jetzt doch mal ganz ehrlich, ich wette mit euch, wenn im Fernseher jetzt so eine Sendung laufen würde, was gab es mal so einen Film darüber, die Todeskandidaten, keine Ahnung, was auch, irgendwelche Todesverurteilten, die irgendwo um ihr Leben kämpfen müssen. Ich sage euch ganz ehrlich, dieses scheiß Ding, und jetzt sage ich das wirklich mal so salopp und bösartig, das scheiß Ding würde extreme Einschaltquoten feiern. Das ist einfach so.
Die Menschen, ich weiß nicht warum, aber viele Menschen, also nicht jeder Mensch, also bitte, ich will es nicht als verallgemeiner, wird nicht jeder sein, aber viele Menschen, die würden einfach das feiern, würden sich das angucken und würden dann so sagen, das ist ja nicht mein Leid, ich muss ja da nicht sein. Sondern die würden einfach nur danach leben, ha, das ist halt sein Pech, hat der mal kein Mist gebaut, jetzt kann er sehen, was er davon hat. Wie und was und warum und ob das derjenige verdient hat oder nicht verdient, das ist immer so eine andere Entscheidung. Aber allein das zu sehen, und ich wette mit euch, ganz ehrlich, die würden es auch feiern, wenn dann Unschuldiger diese Blödsinn mitmacht. Das ist einfach so. Und das ist aber, was ich persönlich nicht verstehe. Weißt du, was ich meine? Also ich hab da kein Verständnis so richtig für. Ich kann das ganze Thema nicht verstehen. Aber es gibt Menschen, die leben danach. Morgen sollten wir uns noch mal ein bisschen besseren Dünger dann hercraften. Das wäre ganz wichtig. Allgemein sollten wir jetzt mal gucken, dass wir mehr Dünger wieder herstellen. Das wäre ganz gut. Wir haben nämlich viel zu viel davon. Vielleicht errichten wir mal noch ein paar Dünger-Dinger hier. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Torf. Das ist schon mal ganz wichtig. So, pass mal auf. Das packe ich dir rein. Mal gucken, was ich da noch jetzt wieder reinkleben kann. Ist das halt so gebaut? Na, egal. So, dann haben wir das meiste jetzt fertig. Ich finde, wir sind gut vorangekommen. Wir haben heute wieder eine Menge geschafft, bin ich der Meinung. Wir haben heute eine Menge Partys beigewohnt. Drei ganz coolen in unserer eigenen Taverne mit dem ganzen Dorf. Eine richtig coole Dorfparty. Und ja, eine jetzt nicht ganz so tolle Party, wo wir dabei sein mussten, weil der Inquisitor das so wollte. Und wir den ja uns zu unserem Freund machen sollten, ne? Und naja, nee, mache ich nicht. Das ist mir too heavy. Ich hier? Ach nee, habe ich jetzt mal nicht gemacht, genau, weil ich keine mehr hatte. So. So, dann haben wir jetzt alle Züge gemacht, bin ich der Meinung. Und ach nein, ach, behalten wir bitte, das sind meine Beine. Und ja, dann sind wir jetzt durch. Ich freue mich. Und das war's für heute. Super, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Kommi hinterlassen. Freut mich immer. Könnt mir ja mal sagen, wie ihr das so fandet, wie makaber ihr so eine Geschichte auch findet, diese Hexenverbrennung etc. Und ja, ein Daumen nach oben ist immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch jetzt einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, nachdem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!